glaube, das geschieht erst später, ne? Ich glaube, ich muss noch ein bisschen in der Hauptstory voran. Zwar geradeaus und links rum. Hä? Was ist das für ein roter Schleier, ey? Geil! Tool für Sonderlieferung. Ist das denn die Truhe, wo ich immer bin? Oder ist das die Truhe, wo Dienst ist? Ich hoffe, dass es immer da steht, da immer dran, ob das Sonderlieferung ist oder ob das irgendwie Questruhe ist. Dauert auch nicht mal lange, bis ich so gezeugt muss. Spawn die da plötzlich hier. Auf den nächsten. Warum treffe ich manchmal nicht, ey? Wurde ich denn cool, der Gute? Komm hoch. Scheiße. Okay, was haben wir hier?
anderen Weg finden. Heißt, sie kommen nicht mal hier hin. Egal. Das bedeutet, ich muss hier erstmal zurück. Da gucke ich mal in eine Kiste der Sonderlieferungen. Ich muss sowieso dann noch einmal an diesem komischen Tisch vorbei. Ja. Da wäre es nämlich die eine Kiste ist, ist das halt die andere. Also erstmal in den Keller. Wir können nicht gegen einen Gott kämpfen. Dieser Älteste ist kein Gott, sondern dunkle Brot. Der Erbauer ist... Dumm wie Brot, lol. Hat er es echt gesagt? Okay. Finde ich gut. Es wird immer weg. Muss ja dann leider verkaufen. Aber ich würde gerne noch Sachen wegpacken. Und zwar die, die ich noch nicht setzen kann. Alle grauen Scheißdinger weg. Muss man lesen. Direkt verkaufen. Von Toast. Wo ist mein Hammer? Nicht dieser. Der auch nicht. Sonderlieferung. Bogen der Kunstfertigkeit erhalten. Oh. Der ist strong. Level 18. Das reicht natürlich erstmal. Kann ich ihm direkt eigentlich eine Runde geben? Warum geht die nicht? Nur Stäbe. Cool, danke für nichts. Dann kann aber... Das war Lala Dorian. Der einen coolen Stab bekommt. Aber da ist aber schon eine Runde drauf, ne? Ja. Dann lassen wir es erstmal. Aber kann ich jetzt rundeckig herstellen? Sind da ein paar? Ich kann auch keine einzelne Rune herstellen. Weil ich was brauche? Einen leeren Runenstein. Kann ich den kaufen? Nee. Oder kriege ich das von ihr? Seid ihr die Magieberaterin? Oh, ihr seid das. Lord Inquisitor. Ich bin Dagna. Arkanistin Dagna. Es ist mir eine Ehre, euer Gnaden. Ist es das? Das Handankermal? Sehr hübsch. Die Bresche war auch hübsch. Auf eine alles zerstörende Weise. Wenn ihr euer Handwerk versteht, sollten wir uns jetzt an die Arbeit machen. Oh, das tue ich. Aber natürlich kommt es darauf an, was ihr braucht. Ich habe mir Harrods Geräte angesehen. Ihre Präzision ist fantastisch, aber klassisch, banal, altmodisch. Was soll das denn heißen? Ich habe nichts gegen das klassische Handwerk, aber ihr braucht eine neue Perspektive. Ich habe einige Änderungen vorgenommen.
Solange ich das mache, könnt ihr so gut wie alles bauen. Nahezu gefahrlos. Ihr scheint von dem Anker beeindruckt zu sein. Wonach sieht er für euch aus? Ich habe gehört, was alle sagen, dass ihr Koryphäus habt sagen hören. Klingt irgendwie kompliziert. Für mich ist das ein Schlüssel. Aber Schlüssel tun viele Dinge. Öffnen, schließen, umschalten. Einige öffnen eine Sache, andere öffnen alles. Klingt, als hätte Koryphäus etwas damit geöffnet. Und ihr scheint etwas damit schließen zu können. Vielleicht ist das tatsächlich so einfach. Auf alle Fälle ist das hübsch. Ich wünschte, ich könnte hindurchsehen. Wir sehen uns später, Dagna. Ich kann es kaum erwarten. Moment, ich brauche etwas für euch. Na, wie geht's euch? Dagna, zeigt mir, was ihr könnt. Braucht ihr Feuer? Die Leute bitten immer zuerst um Feuer. Ihr doch auch, oder? So funktioniert es. Bringt mir die seltenen Zutaten, die man braucht, um Meisterwerke zu verzaubern, und überlasst alles weitere mir. Ganz normal. Nur, dass es nicht normal ist, sondern eine Manipulation der Mächte der Natur. Und ich trage dafür Sorge, dass alles funktioniert. Ihr werdet sehen. Sie werden es alle sehen. Ja, stimmt. Ich kann ja jetzt... Mütze. Wer hat denn... Einmal? Zweimal? Dreimal? Viermal? Fünfmal? Oh Gott. Sechsmal? Dann aber sechsmal, siebenmal, achtmal. Ich glaube, so oft kann ich das nicht herstellen. Versuche erstmal ein paar Mal und dann... nee, es muss wenn dann schon... 29 sein. 19 ist schwach. Nur 11 Zwerg oder Mensch. Oh. Ja gut, Kundari. Geht sowieso nicht, das stimmt ja schon. So, das war einmal. Zweimal. Geht nur 24. Na ja, 24 ist auch okay. Okay, das war's leider schon. Okay, macht beim Nieder keinen Unterschied. Der kann nicht. Der kann den tragen. Ach, Moment, das war das, was Cassandra vorher hatte. Sarah. Ah, wir sind durch. Okay, insgesamt jetzt. Ne, den behalte ich. Was ist mit den Magiern?
107. 79. Dann kann der ja auch weg. Die Tanks. Okay. Dass es so wenig gibt, ey. Schon krass. Na gut. Ich muss mal zum Tisch. Nee, ist man nicht hier. Haben die Tür des Erbauers eingetreten. Er hat sie in dunkle Brut verwandelt. Gibt sie Verderbnis und die Wächter kriegen unsere. Mit denen rede ich nur, wenn ich halt wieder einmal eine Hauptquest fertig gemacht habe. Dann rede ich wieder einmal mit allen. Schadensbonus gegen Bestien. Immer gut. Kampfausbilder, das ist das. Und dann mache ich die Werkgänge-Dingens. Meine Späher melden keinerlei Anzeichen von Gefahr auf dem nahegelegenen Pass. Gut. Ich werde Patrouillen entsenden, um sicherzustellen, dass das auch so bleibt. Nun denn. Inquisitor. Genau.
So, das Ding ist. Das ist interessant, dass noch nicht alle das haben. Ich mache jetzt erstmal das. Bestimmt da hoch, oder? Stefan ist nun doch gestorben. Schade. Es war ein Segen, wirklich. Die Zeit seit Haven war eine einzige Qual für ihn. Er hat fantasiert, dass es zu Ende ging. Er lächelte und sagte, er rieche den Rücken an Topf seiner Mutter. Dann ist er von uns gegangen. Da ist Varric. Dann reden wir mal, der Varric. Inquisitor, das ist Hawk, der Champion von Kirkwall. Wobei ich diesen Titel kaum noch benutze. Hawk, der Inquisitor. Ich dachte mir, vielleicht könnt ihr uns etwas zu Korypheus sagen. Immerhin haben wir beide gegen ihn gekämpft. Diese Aussicht erinnert mich an Kirkwall. Von meinem Balkon konnte man die ganze Stadt überblicken. Anfangs war ich begeistert, doch irgendwann sah ich nur noch die Leute, die von mir abhängig waren. Würde ich so denken, käme ich keinen Schritt weiter. Wie bekommt ihr das aus eurem Kopf? Indem ich mir in der Wildnis etwas suche, das mich töten will. So bekomme ich den Kopf frei. Das kenne ich. Apropos Dinge, die euch töten wollen. Varric sagt, ihr hattet schon mit Korypheus zu tun. Ich tötete ihn. Die Grauen Wächter hatten ihn, doch er nutzte seine Verbindung zur Dunklen Brut, um sie zu manipulieren. Er drang in ihre Köpfe ein, machte sie verrückt, hetzte sie aufeinander. Wenn die Wächter verschwunden sind, stehen sie vielleicht wieder unter seinem Einfluss. Vielleicht reicht mir nicht. Ich will Beweise. Dann besorgen wir sie. Ich habe einen Freund bei den Wächtern. Er geht dort einer anderen Sache für mich nach. Sein Name ist Stroud. Als wir uns zuletzt unterhielten, war er wegen des Verhaltens der Wächter besorgt. Seitdem nichts. Gut möglich, dass Korypheus hinter ihrem Verhalten steckt. Ist euer Freund mit ihnen verschwunden? Nein. Er versteckt sich in einer alten Schmugglerhöhle bei Kammwald. Wenn ihr nichts von Korypheus wusstet, was wolltet ihr von den Wächtern? Die Templer in Kirkwall benutzten ein seltsames Lyrium. Es war rot. Ich hatte gehofft, die Wächter wissen mehr darüber. Rotes Lyrium, sagt ihr? Das hat Korypheus benutzt, um die Templer zu seinen Sklaven zu machen. Hoffen wir, dass mein Freund bei den Wächtern mehr weiß. Wenn Korypheus die Wächter korrumpiert hat, ist es vielleicht zu spät, sie zu retten. Verstehe. Ich werde tun, was nötig ist, um ihn aufzuhalten. Korypheus ist mein Problem. Ich dachte, ich hätte ihn getötet. Diesmal bringe ich es zu Ende. Inquisitor? Es heißt, ihr hättet Familie und Freunde in Kirkwall. Wo sind sie jetzt? Als alle Wächter begannen, sich seltsam zu verhalten, bat ich meine Freundin Aveline, meinen Bruder aus den freien Marschen wegzubringen. Mein Onkel Gamlin ist noch immer in Kirkwall, aber all die anderen, die ich dort kannte, die sind in alle Winde verstreut. Ich nehme an, Varric hat euch über die Inquisition ins Bild gesetzt.
Was hat er über mich gesagt? Nur Gutes, das versichere ich euch. Ich war wirklich überrascht. Varric ist an sich kein großer Freund der Religion. Aber von der Inquisition hält er sehr viel. Das finde ich auch. Ihr habt gesagt, ihr dachtet, ihr hättet Corypheus getötet. Die Grauen Wächter hatten ihn eingesperrt. Sie benutzten das Blut meines Vaters für ein Ritual, um ihn in seiner Zelle zu halten. Doch er konnte noch immer ihre Gedanken manipulieren und hetzte sie auf mich. Und ich dachte nicht nur, ich hätte ihn getötet. Als der Kampf vorbei war, lag er tot vor mir auf dem Boden. Vielleicht brachte ihn seine Verbindung zur Verderbnis zurück oder seine alte Magie aus Tevinter. Jedenfalls war er tot, das schwöre ich. Wohin seid ihr nach der Rebellion der Magier gegangen? Es hieß damals, die Kirche könnte versuchen, die Rebellion mit einem erhabenen Marsch auf Kirkwall niederzuschlagen. Ich hatte gehofft, wenn ich gehe, würde ich Leben retten und die Göttliche zwingen, ihre Truppen aufzuteilen, um mich zu jagen. Aber das hätte ich mir ebenso gut sparen können. Wenig später rebellierten alle Zirkel und der erhabene Marsch fand nie statt. Varric sagte, er war der Champion von Kirkwall. Ich weiß bis heute nicht genau, was dort passiert ist. In Kirkwall ist genau dasselbe passiert wie überall. Getrieben von ihrer Angst vor Blutmagie und Abscheulichkeiten unterdrückten die Templer den Zirkel. Und in ihrem verzweifelten Versuch zu überleben, wandten sich die Magier des Zirkels der Blutmagie zu. Oder wurden Abscheulichkeiten. Schließlich zerstörte ein aufständischer Magier namens Anders Kirkwalls Kirche. Und alles stürzte in sich zusammen. Ich habe gehört, Anders war euer Freund. Wie war er so? Ich weiß nicht, ob es je nur einen Anders gab. Er war verrückt. Am Ende war nichts mehr in ihm, außer dieser kranke Drang, einen Krieg zu entfesseln, den niemand gewinnen konnte. Wir unterhalten uns später. Wir treffen uns in Kammwald. Okay. Erstmal diese Ausbilder finden. Aber ich mache auch nur noch das mit den Ausbildern und dann höre ich erstmal auf. Schluss für heute. Wir sind alle da unten, oder? So viele Standarten. Die führen den Drachen schnurstracks hierher. Der soll nur kommen, wenn ihn unsere Bogenschützen begrüßt haben. Direkt alle drei hier, Leute. Ich brauche euch nicht, Schwester. Moment. Aber kurz zu Varric. Zu Blackwall. Etwas für mich. Das ist nur eine kleine Fingerübung. Ich bin dankbar, dass ihr mich gefunden habt. So aufregend meine Wanderungen durch die Wälder auch waren, das hier ist besser. Es ist gut, Teil von etwas derart Wichtigem zu sein. Von etwas, das wirklich etwas verändern könnte. Die Grauen Wächter sind auch gewaltig und wichtig. Ihr seid doch schon ein Teil von ihnen. Das ist wahr. Aber solange keine Verderbnis am Horizont lauert, hat man das Gefühl, die Wächter würden einfach nur warten. Dies hier, die Inquisition, ist das, was jetzt wichtig ist. Und ich bin dankbar, ein Teil davon zu sein. Wem man folgt, entscheidet, wer man ist. Hat mir mal jemand gesagt, ich brauchte Jahre, um zu verstehen, was er damit gemeint hat. Und einige von uns entscheiden sich, überhaupt niemandem zu folgen. Wir können nicht alle geborene Anführer sein. Es war ein Chevalier, der diese Worte zu mir gesagt hat. Ein mächtiger Mann, aber niemals ehrlos, ein wahrer Ritter. Wir begegneten uns als Kontrahenten im großen Tournai. Er gab mir diesen Rat, bevor wir wieder unsere Wege gingen. Er hatte seine Ambition zurückgestellt, damit ich den Behurt gewinne. Ich habe ihm nicht einmal gedankt. Was ist dieses große Tournai? Ihr habt noch nie davon gehört, vom großen Tournai der freien Marschen? Es ist ein gewaltiges Spektakel mit Gesang, Tanz und Wein. Mit jeglicher Unterhaltung, die ihr euch nur vorstellen könnt.
Der wichtigste Teil ist jedoch der Waffengang. Wer sich im großen Turnier beweist, hat eine glorreiche Zukunft vor sich. Wie hat er euch geholfen? 100 Männer standen sich auf dem Kampfplatz gegenüber. Jeder kämpfte für sich. Der Ritter und ich hatten ein Bündnis geschlossen. Wir beide allein nahmen es mit allen anderen auf. Unser Ziel? So viele Gegner wie möglich niederzustrecken. Den letzten Streich hat er dabei stets mir überlassen. Ich hoffe, er hat noch lang genug geredet. Was steht da als letztes? Den letzten Streich hat er dabei stets mir überlassen. Ohne seine Hilfe hättet ihr also verloren? Zweifelsohne. Ich war jung. Ich hatte die Kraft und den Enthusiasmus, aber keinerlei Erfahrung. Als es vorbei war, bot er mir an, mein Mentor zu werden und mich zu lehren, ein Ritter wie er zu werden. Und ich, jung und dumm wie ich war, schlug sein Angebot aus. Ich hatte gerade den Buhurt im großen Turnier gewonnen. Ich brauchte ihn nicht. Ich hätte mit ihm gehen sollen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Vergeudet eure Zeit nicht mit Reue. Reue kann nützlich sein. Sie entspringt der Besinnung und verhindert, dass man denselben Fehler zweimal macht. Aber ich bin jetzt älter und hoffentlich auch klüger. Ich denke, ich habe mich entschieden, der richtigen Person zu folgen. Der ist voll hart gegen mich, aber er folgt mir. Das ist gut. So, das war gleich das. Ihr habt etwas gefunden, das mit den Wächtern zu tun hat. Ich hätte es gern gesehen. Varricks Freund Hawk meinte, es gäbe Hinweise, die grauen Wächter könnten korrumpiert sein. Wisst ihr irgendetwas darüber? Korrumpiert? Was genau meint ihr damit? Korypheus. Er besitzt die Fähigkeit, den Verstand von Wächtern zu beeinflussen. Das würde erklären, warum so viele von ihnen verschwunden sind. Ja, sie sind verschwunden. Ihr hingegen nicht. Habe ich euch irgendeinen Grund gegeben, an mir zu zweifeln? Ich werde mich hier nicht wegen irgendwelcher wilder Spekulation rechtfertigen. Ist okay. Nichts im Moment. Vielleicht später.